Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Das ist der Rolf zu Corona TV am 25. März. Es ist 5 vor 9 Uhr Abend. Ja, jetzt gibt es auch eine zweite Stadt im Tessin, wo quasi der Bevölkerung verbietet, dass sie frische Luft einatmen tun. Das heißt, sobald sie zu Haus rausgehen, müssen sie eine Maske tragen. Das heißt, es ist Schluss mit frischer Luft. Es wird nur noch abgestandene, kontaminierte Luft eingeatmet durch die Maske. Und müssen schauen, irgendwann einmal wird dann, das vielleicht muss man für die Luft zahlen, vielleicht noch. Vielleicht kommt es ja so weit. Oder? Jedenfalls die zweite Stadt oder Dorf, wo das jetzt ab dem 1. April 1. April, ist kein Scherz, einführen will, das ist Mendrisio. Und jetzt müsst ihr schauen, vor allem Ascona und Mendrisio müsst ihr schauen, wie jetzt dann die Fallzahlen noch mehr steigen. Müsst ihr beobachten. Könnt ihr im SRF News, hat so eine Schweizer Landkarte mit den verschiedenen Kantonen, wo man anklicken kann. Und dann sieht man auch die Fallzahlen von gewissen von diesen Kantonen, oder? Und jetzt müsst ihr dann wirklich schauen. Jetzt eben, vielleicht sehen sie es, merken sie jetzt endlich einmal, dass die Masken das Problem sind. Aber ich vermute es wahrscheinlich ja nicht, oder? Es wird alles Mögliche für Schuld sein, dass die Fallzahlen hochgehen, aber nur nicht Masken. Und dann haben gewisse Politiker haben dann noch eigentlich ein Machtwort geredet, und zwar, sie haben Bedenken, dass über Ostern zu viele Touristen, Deutschschweizer vor allem, ins Tessin runterkommen und die sich dann quasi zu fest verwöhnen oder dass sie sich zu frei bewegen. Also Leute, wenn ihr ins Tessin wollt, wenn überhaupt, dünnt ihr euch einsperren, anketten, am besten irgendwo an einem Baum her. Vergesst dann nicht, das Gesichtsburka anzulegen. Und dann nachher sind die happy. Nein. Wenn ich ins Tessin gehe, außer Mendrisio und Ascona, das würde ich jetzt sicher nicht empfehlen. Aber alle anderen, geht ins Tessin, geniessen das schöne Wetter. Weil es ist ja nächste Woche wunderschönes Wetter, auch bei uns im Norden übrigens. Und ich sage es nochmal. Ich bin immer noch Corona-frei und das bleibe ich auch, weil ich mich nicht den Politikern oder beziehungsweise dem Bundesrat und den Halbschlauen vom BAG unterwerfe. Und das bleibt so. Außer natürlich eben, wenn ich mit dem ÖV muss arbeiten gehen oder in den Laden halt muss posten gehen, dann muss ich halt schon anlegen, aber sonst interessiert mich eigentlich das effektiv. Ich lebe ganz normal weiter wie vorher auch. Ich empfehle jedem das zu machen, bevor er in die Psychiatrie landet. Weil was die jetzt Bern oben leistet, da haben die SVPler schon ein paar Mal gewusst, vor allem auch der Roger Köppler schon ein paar Mal gesagt, das ist Nährboden für Psychiatrie. Und dann ist mir noch etwas anderes, und zwar, heute hat es so einen kleinen Aufruf geben. Und zwar am letzten Samstag sind ja rund 6'000 Demonstranten zu Liestal demonstrieren gegen Massnahmen, ohne Maske, ohne Abstand, was auch immer. Und jetzt geht natürlich Post ab im Internet. Im Facebook, auf Medien, es geht Post ab, es wird geschumpfen, es wird gegen die Demonstranten geschossen, das sind jetzt die ganz Bösen, also nicht mehr Restaurant suchen, jetzt sind das die verteufelten Typen, oder? Aber ist bis jetzt etwas passiert? Nein. Die Fallzahlen sind, das komme ich nachher noch zu, sind konstant. Hätten die eigentlich sollen explodieren mit 6'000 Demonstranten? Das ist genau der gleiche Effekt wie damals die Fasnacht in Einsiedeln. Wo auch, da haben sich auch geschossen, die Medien, alles drum und dran und da die Maskenhysteriker und Soldaten von der Stasi, da die wo ja dem zu Bern oben noch hinten anhäuseln, oder? Und dabei ist ja das Gegenteil passiert.
Oder? Und bis jetzt ist nichts passiert. Gar nicht. Aber die Medien sind richtige so, wie soll ich sagen, das ist Sprengstoff, das ist Zünd für noch mehr Hass auf gewisse Politiker. Aha. Und die Medien schüren das noch dazu. Inklusive natürlich deren Anhänger natürlich, da die Linken oder die, wo sowieso sich dann gehen impfen lassen, die machen natürlich dann auch Freude mit. Und dann haben natürlich auch gewisse SVP-Politiker, wo ich mit einem schon lange befreundet bin. Hashtag No Liestal. Ich habe den ganzen Tag, hat man das irgendwo können lesen. Und ich finde das also wirklich Frechheit und ich finde das also wirklich sehr, sehr schade, dass gewisse SVP-Politiker in so ein Niveau auch noch runtergehen. Und ich muss sagen, wenn gewisse Leute sagen, no Liestal, dann muss ich sagen, I am Liestal. Das habe ich übrigens von einem Teil gehabt, auch von einem SVP-Wähler, den ich sehr, sehr gut kenne. Schon einige Jahre jetzt. Also wenn ich etwas würde organisieren, dann ist es Hashtag Yes Liestal und nicht No Liestal. Und jetzt ist ja die Demonstration in Altdorf ist ja verboten worden. Jetzt bin ich gespannt, ob die Demonstration trotzdem stattfindet. Und es sind ja eigentlich geplant gewesen 10.000 Leute. Also da muss ja eigentlich den Herrschaften zu Bern aber schon langsam zu denken geben. Vor allem eben in Liestal sind es zwischen 6.000 und 8.000 gewesen, oder? Und in Altdorf sind schon eigentlich, hat man prognostiziert, 10.000. Oder? Aber eben, es geht genauso weiter. Die sind uneinsichtig da oben. Es sind Totengräber von der Wirtschaft. Sie sind sie sind eigentlich wirklich die Stasi von damals, gibt es in der Schweiz, eine richtige Diktatur. Und eben, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, was mich wahnsinnig beunruhigt, ist, dass so viele Leute das immer noch glauben. Ich glaube, ich habe es sicher schon 100 Mal gesagt, aber es ist wirklich tragisch. Es ist wirklich tragisch. Sage, wenn ich die Kommentare lese, überall im SRF News, im 20 Minuten, im NZZ, im Online oder wo auch immer. Es ist wahnsinnig. Wirklich, Leute, es tun eigentlich nicht mehr etwas studieren. Hä? Tun nicht einmal Kopf durchlüften, wieder mal logisch denken. Gehen mal für ein paar Stunden das Handy weg. Tun wieder logisch denken. Leute, ich empfehle euch, lebt so wie vorher. Lasst euch nicht beeinflussen. Macht das, was ihr schon vorher gemacht habt, weil so überlebt ihr die Pandemie und vor allem ihr bleibt so gesund. Natürlich auch neben der natürlichen gesunden Ernährung. Und ich zeige es euch. Ich habe nämlich Tee gemacht. Seht man es da? Jawohl, Ende da. Ja, in meiner Herzlitasse drin. Habe ich Tee gemacht und das ist sehr gesund. Und vor allem, das haben die Viren gar nicht gegeben. Leute, ich wünsche euch ganz einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal.